Wir gehen ein Stück nach oben, etwa so. Je nachdem, ihr könnt selbst freigestalten, wie groß euer Loch sein soll. Ich habe es gerne etwas größer. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, so viele Kommentare lese ich immer wieder und vor allem auch in letzter Zeit. Wo hast du deine Hosen her? Wo gibt es diese Hose zu kaufen? Wie komme ich an so eine Hose? Und ich habe mir gedacht, ja, einfach H&M zu schreiben ist relativ unbefriedigend für euch. Deswegen zeige ich euch heute, wie einfach es ist, innerhalb kürzester Zeit eure Hosen zu pimpen und vielleicht so ein richtig cooles Unikat daraus zu machen. Ich selbst bin nämlich schon lange abgekommen von dem Weg, mir einfach eine Hose zu kaufen und mit der herumzulaufen. Ich möchte da immer so ein bisschen mein eigenes Ding draus machen und im Prinzip trage ich viel lieber Ripped Jeans, also Jeans mit Löchern drin, als ganz normale Straight Jeans ohne irgendwie eine Art und Weise von Abnutzung oder Auswaschung. Das ist mir einfach zu fad, erinnert mich zu sehr an Anzug und für alle, die mich kennen, meine Abneigung gegen Anzüge ist grenzenlos. Dementsprechend werde ich euch heute zeigen, wie einfach das ist nachzumachen. Ihr braucht dazu nur eine Handvoll Werkzeuge, die habe ich hier auch schon aufgelegt. Zuallererst natürlich eine Schere, hat glaube ich jeder von euch zu Hause. Ein Messer, allerdings kein normales Messer, sondern eher so ein Brotmesser ist das, mit Zacken drauf, damit wir besser in den Jeansstoff eindringen können. Dann ein ganz normaler Stift, um was einzuzeichnen, wo wir dann den Schnitt einschneiden wollen. Ein Edding kann man natürlich gebrauchen, das zeige ich euch später, wofür wir den brauchen. Das hier kennen die Frauen vermutlich, das ist so ein, ja, ein Augenbrauenrasierer oder so, keine Ahnung. Jetzt werden sich einige von euch zurecht denken, what the fuck, was macht er mit so einem Frauending? Ja, das ist ganz gut für die Konturen vom Bart, also mein Tipp an euch zahlt sich auf alle Fälle aus. Dann haben wir eine stinknormale Pinzette, um dann später die Fäden aus dem Jeansstoff zu ziehen und noch eine Nagelschere für kleinere Einschnitte und Bearbeitungen. Eins fehlt jetzt natürlich noch und das sind die Hosen. Im Gegensatz zu all den Vermutungen kaufe ich meine Hosen nicht immer Marke ein, sondern hauptsächlich bei H&M und Zara. Also die haben meiner Meinung nach so den besten Schnitt für mich persönlich. Reicht für mich, wenn ich die um 20, 30, 40 Euro von mir aus kaufe, reicht für mich absolut und es muss einfach sitzen. Ja, die Jeans muss sitzen und bei den Marken Zara und H&M sitzen die bei mir am besten, ist keine Produktplatzierung, also ich kriege natürlich nicht bezahlt dafür. So, wir räumen die Werkzeuge mal weg und holen die Jeans heraus. Ich habe hier drei unterschiedliche Jeans gekauft. Eine schwarze Skinny Jeans. Ich trage sehr gerne Skinny Jeans, weil die dann im Kontrast zu relativ weiten Klamotten, wie ich sie gern trage, dann einfach besser kommen. Ich mag diesen Skate-Look, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dementsprechend eine skinny schwarze Jeans. Um 50 Euro habe ich die gekauft. Hier noch eine graue Jeans, die ist nicht allzu eng. Auch ein sehr, sehr nices Teil. Um 20 Euro auf jeden Fall nichts verhaut. Und zum Schluss noch eine, ja, relativ helle Jeans, die ich mir unbedingt gewünscht habe. Keine skinny, schon skinny bei den Oberschenkeln, aber unten dann etwas weiter. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wir werden die graue aber heute nicht gestalten, sondern nur diese zwei Jeans hier pimpen. Wir fangen zuallererst mit der schwarzen Jeans an und ich zeige euch hier die einfachste Technik, wenn es darum geht, Löcher in die Hose zu machen und sie so zu designen, dass es für euch cool aussieht. Wir werden hier beide Knie ausschneiden, sie noch teilweise etwas verfeinern und dann gehen wir zur zweiten Jeans und da zeige ich euch eine andere Art und Weise, die Jeans zu öffnen und vielleicht auch noch anderweitig zu gestalten. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, wir starten direkt los. Ich werde jetzt gleich mal die schwarze Hose anziehen und euch zeigen, wie sie fittet. Relativ skinny natürlich, gefällt mir aber sehr, sehr gut, aber so sieht sie einfach sehr, sehr langweilig aus. Man sieht hier unten, sie ist noch etwas zu lang, also die kann man auf alle Fälle noch kürzen. Das soll aber die Schneiderin machen, wenn ich bin kein Schneider, ich kann das natürlich nicht. So, Punkt Nummer 1, wie starten wir? Ganz, ganz wichtig, die Hose genau so anzuziehen, wie ihr sie später auch trägt, ja? Also nicht irgendwie auf mega cool die Hose jetzt runterziehen, sondern genauso, wie ihr Hosen trägt, wie ihr sie im Normalfall trägt. Manche tragen sie etwas tiefer, manche tragen sie etwas höher. Wichtig ist, die passende Stellung für euch zu finden und sie genauso anzuziehen. Denn jetzt starten wir mit dem Einzeichnen der Löcher. Da ist es ganz wichtig, das im Stehen zu machen, denn wenn ihr sitzt, dann verschiebt sich der Stoff logischerweise nach oben, weil das Ganze zum Spannen anfängt und die Hose nach oben gezogen wird. Somit, im Stehen das Ganze. Wir nehmen unseren Edding, zeichnen hier ganz genau ein, in der Mitte der Kniescheibe, ja, also etwas über den Patellasehnenanfang, ganz gerade hinstellen, so wie er immer steht, und dann zeichnet ihr hier einfach einen Strich ein als Markierung.
Das gleiche macht ihr mit dem anderen Knie. Da ist jetzt Geschmackssache, entweder ihr macht das Ganze weiter oben oder weiter unten, je nachdem, wie ihr das wollt. Ich werde es hier auf der gleichen Höhe circa machen. So, jetzt haben wir hier zwei Markierungen gesetzt. Kann man hier erkennen, dadurch, dass ich jetzt das Knie anwinkele, zieht sich das natürlich ein Stück nach oben, kann man hier sehen. Und hier nochmal den zweiten Strich. Der nächste Schritt ist ganz einfach. Ich nehme jetzt die Hose, lege sie hin, sehe nach, wo ich die Markierung gemacht habe und mache einen kreisrunden Ausschnitt, den ich mir vorher auch nochmals einzeichne. Hier haben wir unsere Markierung. Und auch nochmal hier auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir her und schneiden ein Oval aus. Das bedeutet, wir gehen ein Stück nach oben, etwa so. Je nachdem, ihr könnt selbst freigestalten, wie groß euer Loch sein soll. Ich habe es gerne etwas größer. Und zeichne jetzt hier einfach eine Ellipse ein. Okay? Also genau die Ellipse endet dort, wo ihr eure Markierung gesetzt habt. Und von dort nochmal die zweite Höhe. Zack! Und kann jetzt hier beim Schneiden genau feststellen, wo ich ausschneiden muss. So, fangen wir mit dem Schneiden an. Am einfachsten ist es natürlich, ein Loch vorzustechen, damit man dann besser mit der Schere hinein kann. Und jetzt ist es wie im Kindergarten, einfach stinknormales Ausschneiden der Markierungen. Bei manchen Stoffen geht es etwas leichter, bei manchen etwas schwerer, vor allem die Stretch-Stoffe sind relativ schwierig zu schneiden, wenn, so wie ich jetzt, ihr eine stumpfe Schere habt. Das erste Loch ist ausgeschnitten, wie man hier jetzt schon erkennen kann. Genau das Oval, das ich mir vorgezeichnet habe, habe ich hier jetzt ausgeschnitten. Das sieht noch relativ clean aus, deswegen kommen wir dann später zu den anderen Werkzeugen, aber zuerst schneiden wir auch noch das zweite Loch aus. Gut, das zweite Loch ist ausgeschnitten. Wir haben jetzt hier zwei ovale Löcher. Sieht relativ clean aus, aber das bearbeiten wir jetzt im nächsten Arbeitsschritt. Und zwar im Sitzen, denn da sieht man das Ganze dann natürlich am besten. Hose habe ich an, liebe Freunde. Also wie gesagt, das sieht jetzt noch relativ clean aus. Und um das werden wir uns jetzt kümmern, denn es soll ja wasted, distressed aussehen. Das heißt, hinsetzen und dann fangen wir an. Zuallererst ist mal die einfachste Technik, einfach mal die Hand zu nehmen und hier drüber zu reiben. Dadurch lösen sich die Fäden und das Ganze sieht dann nicht mehr aus wie abgeschnitten. Man kann sie natürlich auch stellenweise noch einreißen. Jetzt kann man hier erkennen, es haben sich schon die ersten Fäden gelöst. Es schaut jetzt nicht mehr ganz so clean aus. Das reicht uns aber noch nicht. Das reicht uns nicht! Deswegen zuallererst eine Unterlage nehmen. Diese Unterlage als Schutz für euer Bein unter die Hose legen. Und ab hier können wir dann beginnen. Anfangs mit dem Messer hier das Ganze abzuschrubben. Das bedeutet, wir nehmen hier einiges an Gewebe weg und das Ganze wird wilder und ausgefranster. Das machen wir entlang der Schnittkante. So Freunde, das ist das Ergebnis nach dem Ausfransen. Sieht es auf jeden Fall etwas wilder aus. Bin ja nochmal mit den Händen drüber gegangen, um wirklich einzelne Fäden zu lösen. Bin fürs Erste eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis, aber das kann man auf alle Fälle noch verfeinern. Und zwar folgendermaßen. Ihr schnappt euch jetzt die Pinzette und auch den und die Nagelschere. Pinzette verwenden wir, um einzelne Fäden herauszuziehen und die Nagelschere verwenden wir, um einzelne Fäden zu kappen, die uns nicht gefallen. Gut, fürs Erste sehr zufrieden, kann man auf alle Fälle lassen. Was meint ihr dazu? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich finde es richtig nice, muss ich sagen. Also ich finde das gut mit den zwei Löchern. Das war aber noch nicht alles. Das heißt, auch hier oben finde ich, da müssen noch Löcher rein. Allerdings werden diese Löcher anders gemacht, als wir die hier gemacht haben. Das heißt, die werden nicht ausgeschnitten, sondern sie werden ausgekratzt. Der Vorteil des Auskratzens ist, dass wir die oberste Schicht des Gewebe wegkratzen und somit die Querfäden bleiben. Das bedeutet, wir haben nicht so wie hier einen wirklich freien Platz, sondern hier dazwischen werden immer wieder so Querfäden sein und dementsprechend benötigen wir dieses Werkzeug. Freunde, es muss aber kein Augenbrauenrasierer sein, es reicht auch, wenn ihr einfach Schleifpapier nehmt. Mit dem habe ich angefangen und so habe ich dann meistens meine Jeans distressed. Gut, gar nicht mehr länger quatschen. Wichtig ist, einen Schutz darunter zu legen, weil sonst, ja, werdet ihr sehr schnell verletzt sein. Also Vorsicht ist geboten. Gut, so, dann machen wir das doch mal her, ja? Hier habe ich jetzt meinen Schutz. Und jetzt entlang einer Linie. Das heißt, gut wäre, wenn ihr euch wieder einen, ja, nicht zu weit, nicht, dass der Sack aushängt, sondern etwas weiter nach unten, also ungefähr auf dieser Höhe. So, ich nehme mir den Augenbrauenrasierer und fange an zu kratzen.
Und zwar kratze ich so lange ab, bis die ersten Löcher entstehen vorne. Das geht mit Schleifer auch, muss nicht mit diesem Ding hier sein. 2000 Jahre später. So, ich merke schon, das Gewebe wird schon ganz dünn. Jetzt schnappe ich mir wieder mein Messer und gehe genau hier drüber, wo ich angefangen habe, den Stoff zu verdünnen. Und durch Zug und Abrieb fängt der Stoff dann an zu reißen. Dadurch, dass wir das hier jetzt durch Abrieb geschaffen haben, sieht dieses Loch natürlich ganz anders aus als dieses hier, weil es nicht so offen ist und nur bei Spannung aufgeht und sehr, sehr viele Fäden entstehen. Wenn wir nicht allzu viele Fäden wollen, dann können wir natürlich mit der Nagelschere, das ist im Prinzip dann wie ein Stufenschnitt beim Friseur. Also wir schneiden diese Fäden hier so schräg hinein. Und dann haben wir auch das andere Loch. Gut Leute, das ist die Hose nach der Bearbeitung, sieht auf alle Fälle richtig fresh aus, kann man tragen, gefällt mir sehr, sehr gut das Endergebnis, ich blende euch hier nochmal ein, wie es vorher ausgesehen hat und ihr seht, es ist auf alle Fälle eine Veränderung zu erkennen. Hier mit den Ausschnittlöchern, hier oben dann noch mit dem abgeriffelten, bis dann das Material von alleine nachgegeben hat und hier habe ich nochmal so einen kleinen Schnitt hineingemacht. Ob ihr jetzt nochmal hier unten oder hier unten ein Loch hineinmachen wollt, ist natürlich dann Geschmackssache, bleibt euch überlassen. Ja, auch mit der zweiten Hose bin ich jetzt fertig. Ich habe hier einfach mit dem Messer so hineingeschnitten, dann nochmal hier eingeschnitten, um das Ganze runterklappen zu können. Habe dann die Fäden herausgeholt und habe dann noch hier mit Edding etwas drüber geschrieben. Alles, was man sagt, ist man selber, sagt die Tante Helga. So sieht das Ganze dann getragen aus. Ich habe euch hier jetzt nochmal zwei Varianten aufgezeigt, wie ich die Hose selbst tragen würde und ich finde, es ist auf alle Fälle gelungen. Ja, Freunde, das sind jetzt die zwei Hosen von mir innerhalb kürzester Zeit gepimpt. Wie gesagt, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und ich glaube, auch ihr habt jetzt die Möglichkeit, sehr schnell diese Dinge umzusetzen und aus eurer Jeans ein Unikat zu machen. Folgt mir auf alle Fälle auch noch auf Instagram, da werde ich nämlich auch zukünftig die Hosen immer wieder mal tragen und dann seht ihr auch, wie ich die Hosen mit den Outfits von mir kombiniere. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich für euch war, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare, was euch am meisten gefällt, welcher Stil für euch leicht umsetzbar ist und ob ihr selbst Ideen habt, wie ihr eure Jeans in Zukunft pimpen werdet. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und Freunde, ihr wisst ganz genau Bescheid, die dritte Kollektion ist in den Start Löchern und wird mega lit. Wer von euch gespannt ist, auch in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.